Guten Morgen, hier ist Michael Köhn, euer Mentalpraxistrainer. In diesem Video geht es um die Frage, was ist der Unterschied zwischen Fitness und Bodybuilding? Also früher hat man mir diese Frage schon öfter gestellt. Vor über 20 Jahren habe ich mit dem Thema Fitness und Krafttraining angefangen und da hat man mich oft gefragt, ja, machst du Fitness oder machst du Bodybuilding? Und ich habe natürlich immer direkt gesagt, ja, ich mache natürlich Fitness, bin kein Bodybuilder. Und ich finde, in der heutigen Zeit ist diese Unterscheidung zwischen einem Fitnessstudio oder einem Fitnesstraining und einem Bodybuilding-Studio und Bodybuilder viel verwobener und viel enger, als das vor 20 Jahren noch war. Grundsätzlich würde ich immer sagen, dass jemand, der ins Fitnessstudio geht oder jemand, der Fitness betreibt, das vorderste Ziel hat, Gesundheit sozusagen voranzubringen oder gesund zu sein, gesund auszusehen und vielleicht auch noch einen sportlichen Körper zu haben, würde ich jetzt erstmal so grundsätzlich sagen. Das Thema Bodybuilding, also Körper bauen, sagt ja schon das Wort, heißt ja, ich versuche aus meinem Körper das Maximale rauszuholen, das Maximale in der Regel an der Masse und dann später auf der Bühne im Wettkampf dann auch in definierter Form, also mit trockener Muskulatur. Ich denke mal, das sind erstmal grundsätzlich die zwei Hauptthemen. Einmal möchte ich fit und gesund sein und aussehen. Das andere ist das Gesundsein und das Gesundaussehen eigentlich sekundär. Da geht es darum, mit so viel trockener Muskulatur wie möglich auf die Bühne zu gehen. Zumindest wenn ich Wettkampfathlet bin. Wenn ich nicht Wettkampfathlet bin, dann möchte ich halt so mit so viel Masse wie möglich rumrennen. Das sind die Hauptthemen. Aber heutzutage gibt es so viele Sachen, wo das sozusagen, ja, wo das so übereinander geht, wo man nicht mal ganz klar sagen kann, ist das noch Fitness, ist das schon Bodybuilding? Ich hätte auch vielleicht vor 20 Jahren gesagt, die Unterscheidung zwischen Fitness und Bodybuilding ist ganz einfach. Fitness ist Bodybuilding ohne Nachhelfen, wenn ihr wisst, was ich meine. Aber selbst das kann man heute nicht mehr so sagen. Es gibt heute so viele Wettkampfklassen. Es gibt Men's Physik, wo die Leute mit einer Badeshort ihren Körper präsentieren. Die haben mittlerweile schon richtig viel Muskulatur. Es gibt die GNBF, also naturale Muskulaturveranstaltung, zumindest ein Teil davon der Leute sind natural. Und man kann es heute nicht einfach so sagen. Es gibt mittlerweile Leute, die mit so viel Muskulatur rumlaufen. Ich sag mal, jeder von euch kennt vielleicht noch von früher Frank Zane, einer der bestaussehendsten Bodybuilder. Von der Proportion her hat er damals sogar extra einen Pokal bekommen, nur für die Proportion, die er hatte. Da gibt es heute ganz viele Men's Physik-Leute oder Classic Bodybuilding, ja, also die Einsteigerklasse ins Bodybuilding, die haben mehr Muskulatur als der. Ja. Also deshalb denke ich mal, heute ist das gar nicht mehr so leicht zu sagen, ob man jetzt Bodybuilder ist oder ob man Fitness macht. Ich glaube, man kann das grundsätzlich, wie gesagt, unter dem Aspekt sehen, wenn ich Bodybuilder bin oder mich selber als Bodybuilder bezeichne, dann ist mein oberstes heroisches Ziel die Maximierung der Muskulatur mit allen mir zur Verfügung stehenden Mitteln. Und der Fitnessmensch in der Regel möchte alles dran setzen, gesund und fit auszusehen. Wie gesagt, Überschneidung gibt es, aber ich denke mal, das sind so grundsätzlich die beiden verschiedenen Geschichten. Ihr könnt mir sehr gerne unter das Video mal drunter schneiden, wie ihr das seht. Was ist für euch Fitness? Was ist für euch Bodybuilding? Wo überschneidet sich das? Wo fängt das eine an? Wo hört das andere auf? Würde mich mal sehr interessieren. Ansonsten wünsche ich euch beim Erreichen eurer Ziele alles Gute, maximale Erfolge. Wenn das Video gefallen hat, gebt mir bitte einen Daumen hoch. Abonniert den Channel, falls du es noch nicht getan hast. Wir sehen uns wieder im nächsten Video. Ciao.